natürlich erstmal Ihren Grimme-Preis. Herzlichen Glückwunsch. Wie haben Sie diese Geschichte recherchiert? Gab es ein Vorbild für Frau Böhm? Ja, es gab ein Vorbild für Frau Böhm, das war Frau Helga Schöller, bei der ich mich an der Stelle in unser aller Namen auch ganz herzlich bedanken möchte. Sie war die Sachbearbeiterin, die vor 10 Jahren den Prozess, den Mannesmann-Prozess ins Rollen brachte, weil sie sich damals geweigert hat, diese Prämien anzuweisen. Und sie ist eine sehr, sehr mutige Frau. Sie würde jetzt sagen, irgendwie, dass sie nicht mutig war, sondern einfach nur korrekt. Aber sie war sehr mutig, dass sie sich mit uns gemeinsam darauf eingelassen hat, uns bei diesem Film zu helfen und zu beraten. Und sie ist um einiges selbstbewusster und beherzter als unsere erfundene Frau Böhm. Aber sie hat einfach sehr viel bewirkt und wir schulden ihr alle einen Dank dafür. Alexander Kluge hat eben gesagt, ganz schnell die Ich-Schranke senken und deswegen mache ich gleich weiter mit den Dankfragen. Ich möchte mich in unser aller Namen bei unserem Team bedanken, denn das hat sehr viel arbeiten müssen für Frau Böhm, dass es so geworden ist, wie sie jetzt ist. Also herzlichen Dank. Heute hier ist eigentlich nur einer vom Team, den habe ich mitgebracht und ohne den bin ich eigentlich sowieso fast immer nur die halbe Miete. Das ist mein langjähriger Kameramann, Peter Nix. Herzlichen Dank. Es gibt noch 2 Menschen hier, die waren noch nie auf einer Preisverleihung. Ich glaube, die sind auch jetzt ein bisschen aufgeregt. Und denen habe ich eigentlich fast alles zu verdanken, denn ohne sie gäbe es mich nicht, sind meine Eltern gerne. Oh. Sie haben schon ganz, ganz viele besondere, selbstbewusste Frauen gespielt in Ihrem Leben. Was war das Besondere für Sie an Frau Böhm? Also ich bin erst einmal sprachlos. Mein Mann wird sagen, das kommt selten vor. Aber es ist so, natürlich auch sprachlos vor Freude, vor Glück, für diese große Ehre. Und ich möchte gerne der Jury danken. Und ebenso herzlich und aufrichtig möchte ich den Leuten danken, die uns geholfen haben, dass aus dieser Idee ein Buch und aus dem Buch ein Film geworden ist. Das ist der Produzent von Zeitsprung, Marc Horringer, und unsere engagierte Redakteurin Anke Krause vom WDR. Und die 2 Schirmherren, die schützend ihre Hand über dieses Projekt gehalten haben, denen möchte ich besonderen Dank sagen, Professor Gebhard Henke vom WDR und Michael Souvenier. Danke. Tollen Damen, vielen Dank für diesen wundervollen Film. Ich möchte noch was sagen, ja. Also die Frau Schöller ist nicht nur viel couragierter als die Frau Böhm, sie ist auch viel schicker. Und das Einzige, was ihr nicht gefallen hat in unserem Film, war mein Mantel. Und ich möchte das richtig stellen, Frau Schöller ist sehr, sehr schick. Und im Übrigen möchte ich noch mal ganz ausdrücklich Conny Walter Danke sagen, die mich so ermutigt hat von Tag zu Tag und dickschädelig auf diese Frau Böhm bestanden hat, die für mich am Anfang doch ein recht abenteuerliches Unterfangen war, das muss ich schon sagen. Und ich bin froh, dass ich es bestanden habe. Und dann hat es mir solchen Spaß gemacht. Und dann werden wir dafür auch noch belohnt. Ist das gerecht? Ja.